Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Mod-Vorstellung für die ÖBB-Reihe 1116 von der Semmeringbahn. Das Ganze nur für den PC, nicht für die Konsole. Die Mod ist von meinem guten Freund, dem Fubian, und ist erhältlich auf Trains im Community. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt mal hier auch noch direkt ein Repaint ausgewählt aus dem Creators Club. Das ist jetzt nicht mit dabei mit dem Modpack, da sind keine Repaints dabei, sondern da gibt es aber ein paar andere Änderungen und das Ganze gucken wir uns jetzt alles mal an. Tatsächlich ist das so, an den Sounds hat sich nichts geändert. Ne, also das ist keine Soundmod, zumindest noch nicht. Die Mod ist noch nicht zu 100% fertig, vielleicht wird da nochmal dran weitergearbeitet. Aber es wurde vor allen Dingen sehr, sehr viel hier an den Displays und im Führerstand getan. Unter anderem ist das so, dass wir jetzt hier, wenn wir in die Eingabe gehen, dann können wir nicht mehr die SBB auswählen, weil die 1116, die wir in-game haben, sowieso nicht im Netz der SBB hätte fahren können. Genau, und können dann hier einfach zwischen DB und ÖBB wechseln und ihr seht, das Ganze ist schon angepasster, das sieht deutlich besser aus als das, was wir vorher hatten. Und dann können wir das Ganze hier einfach bestätigen, ne, bestätigen nochmal und dann sehen wir, wenn wir dann hier drauf gehen, Hauptschalter ist aus, dann müssen wir noch den Hauptschalter einschalten. So, Hauptschalter ist ein, also alles entspannt. Dann haben wir natürlich noch die Funktion mit der E-Bremserhöhung, die können wir ein- und ausschalten. Das kennen wir alles, das Display sieht auf jeden Fall viel schöner aus. Ich glaube, hier dran hat sich auch was getan. Ich glaube, das sah vorher nicht so aus, glaube ich zumindest. So, irgendwas konnte man mit dem Punkt machen. Genau, man kann hier tatsächlich, wenn man auf diesen Punkt drauf drückt, dann kann man manuell zwischen den dem Display wechseln, was im Grunde genommen die Mehrfachtraktion anzeigt. Also hier wäre dann, wenn wir jetzt eine Mehrfachtraktion hätten, könnten wir jetzt zum Beispiel die zweite Lok hier dann auch sehen. Und wenn wir hier auf den Punkt drücken, sehen wir dann nur eben entsprechend die Fahrmotoransicht für unsere Lok. Genau, also können hier dann praktisch zwischen diesen Ansichten wechseln. Eigentlich könnten wir das auch direkt mal ausprobieren und mal eine andere Lok noch hinten dran kuppeln und schauen, wie das Ganze aussieht. Dann testen wir das Ganze direkt mal. So. Dann erzeugen wir uns eine 1116 und nehmen mal irgendeine schöne Lackierung. Den zum Beispiel. So, wunderschönes Repaint auch aus dem Creators Club. So. Dann kuppeln wir mal direkt an. Angekuppelt. Und dann können wir, wenn wir das machen, genau, dann sehen wir es tatsächlich. Hier sehen wir dann beide Loks. Wir können das Ganze auch noch in unserer eigenen Lok nochmal kontrollieren. So, einmal rein in den Führerstand. Und dann sehen wir hier ebenfalls, genau, dann sehen wir hier ebenfalls tatsächlich beide Loks in der Doppeltraktion. Und jetzt, wenn wir fahren, dann sehen wir, die Bremse löst sich. Ich glaube, die Bremse in der anderen Lok ist noch angezogen, ne? Okay, Moment, das müssen wir, glaube ich, noch kurz mal natürlich anpassen. So. Genau.
Und einmal wieder rein. So, genau, jetzt sind die Bremsen gelöst. Und jetzt dürften wir eigentlich fahren. Genau, wir fahren. Also Doppeltraktion Taurus ist auch krass, ne? Und jetzt, wenn wir hier reingehen, dann sehen wir tatsächlich, genau. Wir können hier sehen, wie viel Kilonewton jeweils aufgeschaltet ist in der jeweiligen Lok. Hier sehen wir den Primärstrom in Ampere. Hier sehen wir halt die Leistung in Kilonewton. Das ist der Wahnsinn, ja. Genau. Wir haben das. Achso, Licht können wir, glaube ich, auch nochmal anmachen. So. Dann können wir ansonsten, glaube ich, hier soweit nicht mehr so viel machen. So, okay. Dann, was haben wir sonst noch für Neuerungen? Das ist, kann ich teilweise nicht alles zeigen jetzt während der Fahrt. Und zwar ist das so, wenn wir jetzt durch eine neutrale Sektion fahren würden, also da, wo eben das Stromsystem zum Beispiel gewechselt wird, da ist es ja so, dass man normalerweise den Hauptschalter ausschaltet, weil dort in der Oberleitung auch gar kein Strom fließt. Jetzt ist das so, wenn man durch eine neutrale Sektion durchfährt, dann ploppt der Hauptschalter automatisch raus. Das ist vorher nicht so bei der F-16 gewesen. Ich glaube, beim Vectron war das durchaus schon bereits eingebaut, aber bei der F-16 hat man es nicht eingebaut. Und das ist jetzt auch mit drin. Dann haben wir hier die Messmer-Logos. Die hatten wir, glaube ich, vorher auch nicht drin gehabt. Irgendwo stand da was von einer analogen Uhr, aber ich verstehe nicht ganz, wo die sein soll. Also da steht in der Mod-Beschreibung, dass dort eine analoge Uhr mit drin ist. New Pages. Ach so, Moment. Ist das vielleicht hier? Wartung, Ersatzbild. Nicht ganz sicher, was das sein soll. Ah, genau, hier das Helligkeitsdisplay. Das sieht jetzt auch viel, viel cooler aus. Huch, nochmal hier kurz eingestellt. Wie machen wir das dann? Ach so, genau, hier mit Plus und Minus dann. Genau, ihr seht's. Also das ist auch komplett neu. Und auch, ich glaube, realistisch. Also sehr cool. Moment, einmal wieder aufs Grundbild zurück. Was ist das hier? V gleich 0. Weiß ich nicht genau, was das sein soll. ST ist nichts. Info ist nichts. Language. Da ändert sich nichts dran und an und aus. Okay, dann können wir noch einmal hier gucken, ob sich hier was geändert hat. Daten ansehen, Spezial. Hier auch nichts. Ah, genau, hier schon. Hier können wir dann die Helligkeit hoch und runter machen. Mit einem neuen Sound. Ich glaube, der Sound war vorher auch nicht mit drin. Und die Lautstärke, da ändert sich nichts dran. Instrumentenbeleuchtung können wir noch hier anpassen. Genau. So, was haben wir sonst noch? Noch einmal kurz geguckt. Train Number Display. Train Number Display. Also irgendwo wird uns auch noch die Zugnummer angezeigt. Okay, das sehen wir jetzt hier vermutlich nicht, weil wir keine Zugnummer haben, weil wir jetzt einfach auf dem Trainingscenter unterwegs sind. Aber anscheinend wird dann auch noch irgendwo die Zugnummer angezeigt. Ich gehe mal davon aus, hier. Jedoch vermutlich in dem Display. Aber da bin ich mir nicht mehr zu 100% sicher. Was haben wir sonst noch? Ich gucke noch nebenbei in die Videobeschreibung mit rein. In die Mod-Beschreibung. The plastic cover of the FST button on the PA system is no longer dislocated. Also die Plastikabdeckung des FST-Knopf am PA-System ist nicht no longer dislocated. FST-Knopf. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo der FST-Knopf ist. Da, FST. Ach so, hier hat, glaube ich, einfach dann die Plastikabdeckung davon gefehlt. Kann das sein? Ja, jetzt ist sie dann wohl auch mit dabei. Also haben wir das auch noch dann jetzt mit drin. Dann ist das so, wenn man den Notfallknopf drückt, dann war es vorher so, dass der Stromabnehmer nicht runtergegangen ist. Aber jetzt drücken wir mal drauf.
Und zack, ist der ist der Stromabnehmer runtergegangen. Zumindest bei unserer Lok. Genau, hier hört es auch, ist der Hauptschalter ist auch aus. Natürlich, dementsprechend gab es jetzt auch keine Tonleiter. So, vermutlich müssen wir den dann wieder drücken, damit er gelöst wird. Stromabnehmer heben. Und Hauptschalter rein. Jawohl. Ne? Und so lösen wir uns dann wieder aus der Notbremse. Genau, das funktioniert also alles. Und ja, genau, das ist so. Sind so ein paar Kleinigkeiten von der Mod. Ich würde sagen, ihr guckt euch das Ganze selbst mal an. Könnt das Ganze selbst mal austesten, dann im Betrieb. Ich habe euch das Ganze hier mal so einfach mal ein bisschen gezeigt und euch einfach nur darauf hinweisen wollen, dass es eben eine entsprechende Mod gibt. Link dazu ist wie gesagt in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich dann ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe, macht's gut. Ciao, ciao.